Schattenhafte Gestalten lauern zwischen Wänden. Stimmen sind aus Gräbern zu hören. Die Geister der Verstorbenen suchen meist diejenigen heim, die bereits zu Lebzeiten schreckliche Begegnungen mit ihnen hatten. Es gibt einige mutige Menschen, die sich trauen, nach ihnen zu suchen, die mysteriösen Rätsel zu lösen. Das sind Amerikas Geisterjäger. Dies könnte eines der besten Geisterjägerteams werden, das jemals zusammengestellt wurde. Es soll helfen, die Rätsel der am häufigsten von Geistern heimgesuchten Orte Amerikas zu entschlüsseln. Rastlose Geister wollen zum Beispiel dieses Schiff nicht verlassen. Du bist mit einer Kanone in die Luft gesprengt worden. Stimmt das? Mysteriöse Stimmen dringen aus dem Keller dieser Kirche. Die Batterie ist plötzlich leer. Dieses alte Indianergrab beunruhigt die Besitzer des Grundstücks. Angeblich wurden in dieser unterirdischen Stadt zum Tode Verurteilte gefangen gehalten. Und diese verlassene Strafanstalt soll von den Geistern der Männer bewohnt werden, die hier auf den Tod warteten. Ich möchte nicht hier bleiben. Am Mississippi liegt eine kleine Stadt mit gruseliger Vergangenheit. Da gab es Morde, Überschwemmungen und Tod. So oft, dass manche behaupten, dies sei die von Geistern am häufigsten heimgesuchte Stadt Amerikas. Alton, Illinois. Die Stadt mag zwar wie jeder Ort in den Staaten aussehen, doch sie ist, wenn man den Bewohnern glauben darf, voll von Geistern. Troy Taylor versucht, Licht ins Dunkel zu bringen. Er beschäftigt sich mit Geisterverfolgungen. Es sind die Ereignisse der Vergangenheit, die die Geister nicht ruhen lassen. Er ist nicht nur ein großer Fan von Geistergeschichten, sondern auch Autor von 28 Büchern zu diesem Thema. Troys Ansatz bei der Geisterjagd ist eher unkonventionell. Er wühlt in der Vergangenheit und nicht in alten Gruften. Es ist sinnvoller, nach geschichtlichen Belegen zu suchen, um herauszufinden, ob ein Ort von Geistern heimgesucht wird. Dann kann ich das auch beweisen. Dazu brauche ich keine tollen technischen Vorrichtungen. Troy hat erfahren, dass es ausgerechnet in der örtlichen Kirche Geister geben soll. Dies ist deshalb besonders außergewöhnlich, weil sogar der Pfarrer glaubt, dass diese Kirche von Geistern heimgesucht wird. Durch eines der Kirchenmitglieder wurde ich aufmerksam. Die Frau hatte ein seltsames Erlebnis in der Kirche gehabt und bald darauf herausgefunden, dass es anderen Personen ebenso ergangen war. Um herauszufinden, welche Ereignisse in der Vergangenheit die Geister dazu veranlassen könnten, die Kirche heimzusuchen, besucht Troy die Kirchenhistorikerin Peg Flagg. Das Gebäude hat eine lange Vergangenheit. Ursprünglich war es eine katholische Kirche. Nach einem verheerenden Feuer um 1850, kurz vor dem amerikanischen Bürgerkrieg, wurde es als eine freie christliche Kirche wieder aufgebaut. Schon bald entdeckt Troy, dass das Gebäude ein dunkles Geheimnis birgt. Vor 75 Jahren, nach dem Sonntagsgottesdienst, erhängte sich der Pfarrer im Hinterzimmer. Ganze 2 Tage lang hing er dort, bevor er gefunden wurde. Vermutlich hat er sich hier das Leben genommen. Niemand hat jemals wirklich herausgefunden, was der Grund dafür war. Auf alle Fälle gab es einige rätselhafte Umstände. Als du mich angerufen hast, sagtest du, dass er der Grund sein könnte, der die Geister dazu treibt, die Kirche heimzusuchen. Stimmt. Ein Pfarrer, der sich in seiner Kirche erhängt, kommt ja auch nicht so oft vor. Peg berichtet von ihrer eigenen Begegnung mit einem Geist. Sie glaubt jedoch, ihr Erlebnis müsse mit dem Selbstmord des Pfarrers überhaupt nichts zu tun haben. Sie vermutet einen anderen, älteren Ursprung. Ich stand dort am Taufbecken, als ich ganz plötzlich einen Stich ins Genick bekam und ich dachte, ja, was ist das denn? Ich spürte, dass da etwas im Altarraum war. Ich hörte Stimmen und Gelächter unten an der Treppe und dachte mir, ach so, hier sind noch Leute. Ich bin hier nicht allein. Ich ging zur Treppe und rief,
Hi, ich bin Peck, wer ist da? Dann verstummten die Stimmen und das Lachen und ich dachte, okay, dann gehe ich mal lieber. Andere Kirchenmitglieder berichteten Peck, auch sie hätten Stimmen aus dem Keller gehört. Noch möchte Troy die modrigen, finsteren und verschachtelten Korridore des Kellers nicht betreten. Wenn er dort hinuntergeht, möchte er mehr über die Vergangenheit der Kirche wissen. Troy geht in die Gemeindebücherei. Das erscheint langweilig, doch für ihn ist die Recherche das beste Hilfsmittel, sich auf die Spuren möglicher Geister zu begeben. Hinter der Bücherei ist ein zusätzlicher Raum, in dem sich eine große Geschichtsbüchersammlung über Illinois befindet. Troy findet die Geister in diesen Seiten. Er betreibt seine Forschungen, indem er die Vergangenheit untersucht. Er will herausfinden, inwiefern bestimmte Ereignisse die Geister beeinflusst haben könnten. Bei der Untersuchung des Kirchenfeuers von 1850 entdeckt er mehrere Dokumente, die sich mit dem Bürgerkrieg beschäftigen. Und ein Schriftstück, das seiner Meinung nach die Antwort bergen könnte. Es gibt Belege, dass Alton, Illinois ein Teil der Underground Railroad war. Eine Reihe von Gebäuden, durch die Sklaven aus den Südstaaten in den sicheren Norden geschmuggelt wurden. Troy kehrt mit seinem Freund Luke Neliborski in die Kirche zurück. Troys Instinkt und sein neu erworbenes Wissen könnten sehr wohl der Schlüssel zu eventuell herumspukenden Geistern sein. Troy und Luke sind mit Taschenlampen und speziellen Infrarotkameras ausgerüstet, um den Keller auszukundschaften. Pass auf deinen Kopf auf. Lass uns erstmal hier schauen. Die Kirche wurde in den Aufzeichnungen nicht ausdrücklich erwähnt. Doch wenn Troy Beweise finden könnte, dass der Keller als Versteck für Sklaven diente, wäre das ein Hinweis für den Ursprung der merkwürdigen Stimmen. Ich wollte sehen, ob wir in einige der hinteren Bereiche kommen können. Ich vermute, dass sich dort früher die Sklaven aufgehalten haben. Und aus dieser Richtung kamen auch die seltsamen Stimmen. Luke und ich entschieden uns zurückzugehen, um unter das Fundament der Kirche zu klettern. Um den gesamten Keller zu erkunden, müssen sich die beiden durch einen kaum 60 cm hohen, stockdunklen Raum zwängen. Auf diesem Weg geht Troy einem Hinweis nach, der helfen könnte, das Rätsel der Geisterkirche zu lösen. Kannst du es sehen? Ja. Die beiden winden sich durch die finstere Kluft, die sich unter der alten Kirche befindet. Sie hoffen, einen geheimen Raum zu finden, in dem sich die Sklaven hätten verstecken können. Schau, ich versuche jetzt mal dorthin zu kommen, wenn ich es schaffe. Jetzt ist doch tatsächlich plötzlich die Batterie leer. Das gibt's doch gar nicht. Das ist schon unheimlich, oder Luke? Ja, jetzt geht sie wieder. Mann, hier passieren echt unheimliche Dinge. Meine Kamera schaltet sich von alleine an und aus. Also normalerweise passiert sowas nicht. Nach 18 Metern ist der Gang zu Ende. Doch dann... Siehst du die Öffnung da? Ja, ich sehe sie. Das ist es, wonach wir gesucht haben, denke ich. Es sieht so aus, als ob da ein kleiner Raum im hinteren Teil ist. Eher so eine Kammer. Wenn wir den ganzen Dreck wegräumen, können wir reinklettern. Ich glaube, wenn das ganze Zeug weg ist, dann wäre die Kammer auch gar nicht so klein. Wir haben unter der Kirche einen Teil der Underground Railroad gefunden. Es gab einen verborgenen Raum, in dem Sklaven versteckt wurden. Troy konnte also bestätigen, was die Kirchenmitglieder vermutet hatten.
Es gibt einen verborgenen Raum, der sich genau unter dem Platz befindet, an dem Leute Stimmen gehört haben wollen. Von all den Dramen, die sich in der Underground Railroad abgespielt haben, bleibt irgendwie etwas Lebendiges zurück. Daher wird diese Kirche, wie ich durch die Vergangenheit beweisen konnte, von Geistern verfolgt. Ein Beweis für die Existenz von Geistern? Wenn verschiedene Menschen, die seit Jahren an demselben Ort leben, sich nicht kennen und alle dem gleichen Geist begegnet sind, dann denke ich, ist es historisch belegt, dass es dort einen Geist gibt. Jim Underwood, ein Geisterexperte, ist skeptisch. Jeder Ort, der den Ruf hat, von Geistern verfolgt zu werden, wird von Menschen besucht, die erwarten, dass es dort Geister gibt. Und jeder noch so kleine Hinweis wird dann auch in diese Richtung interpretiert. Wenn Sie also jemals nach Alton in Illinois kommen, besuchen Sie doch die Kirche, von der einige glauben, dass die Gemeinde aus Lebenden und Toten besteht. Vielleicht aber ist es nicht der menschliche Verstand, der für das Aufspüren von solchen Dingen am besten geeignet ist. Manche behaupten, dass der ultimative Geisterjäger animalischen Instinkt besitzt und vier Beine hat statt zwei. Das hier ist Abe, der Geisterhund. Wissenschaftliche Studien belegen, dass der Canis familiaris oder auch der gewöhnliche Hund 10-mal besser sehen, hören und riechen kann als der Mensch. Mit diesen Supersinnen können Hunde Geister vielleicht am besten aufspüren. Abe, ein bulliger Rottweiler, und seine Hundeführerin Katie sind an einem Versuchsprojekt beteiligt, das beweisen soll, dass ausgebildete Hunde für derartige Untersuchungen besonders talentiert sind. Wir fingen an, ihn zu unseren Ermittlungen mitzunehmen, seine Reaktionen zu beobachten und danach mit modernster Technik auszuwerten. Abe ist kein normales Haustier. Er wurde zu einem Blindenhund ausgebildet. Er hat bereits über 50 Stunden mit Seven zusammengearbeitet, einer Organisation in North Carolina, die sich mit Übersinnlichem beschäftigt. Wenn wir eine Untersuchung angehen, reisen wir samt Ausrüstung und Hund zum Ort des Geschehens. Die vier fahren zu einem erst kürzlich gebauten Haus in einem abgelegenen Gebiet außerhalb von Raleigh-Durham. Obwohl der nächste Nachbar 500 Meter entfernt wohnt, hat die Eigentümerin bereits Erfahrungen gemacht, die sie schockierten, aber auch faszinierten. Daraufhin meldete sie sich bei Seven. Kommt rein, fühlt euch wie zu Hause. Danke. Wir wollen Ihnen ein paar Fragen stellen, was bei Ihnen hier so passiert. Nun ja, mir erschien ein Geist. Das war genau an dem Fenster dort. Jackie fragt sich, ob ihre Erlebnisse etwas mit den Menschen zu tun haben, die früher hier lebten. Einmal saß ich hier auf der Veranda und ich fühlte mich, als ob mich 20 oder 30 Leute anstarren würden. Sie fragt sich, ob der Ursprung ihrer seltsamen Begegnung in den Felsenformationen im Garten liegen könnte. Diese ähneln Grabhügeln, wie sie früher Indianer gebaut haben. Diese Felsenformation am Fuße des Hügels, ist das etwas, was bereits da war, oder habt ihr die Steine gestapelt? Das war alles schon da. Wir haben keinen dieser Felsen berührt und wir werden sie auch von niemandem berühren lassen. Einfach, weil ich glaube, dass sie so etwas wie ein indianisches Grab darstellen. Und ich habe Angst, dass wir die Geister verärgern würden, wenn wir daran etwas ändern. Die Ureinwohner Amerikas begruben ihre Verstorbenen und kennzeichneten die Gräber mit Felsenformationen, genauso wie wir es im Garten gesehen haben. Dann legen wir los. Das wäre toll. Ich werde jetzt gucken, ob Abe stehen bleibt, sich umdreht und mich berührt, oder ob er stehen bleibt und etwas beobachtet, das ihn stört. Abe, hast du es eilig, nach unten zu kommen? Als sie den Garten erreichen, steuert Abe überraschend schnell direkt auf die Felsenformation zu. Was machst du? Wo willst du hin?
Was gibt's, Abe? Okay, er hat mich zu den Felsen gezerrt. Und jetzt? Du findest jetzt doch keine Leichen, oder? Okay, schau, was ist es? Wo ist es? Abes intensives Starren ist genau das Zeichen, auf das Cady gewartet hat. Sein Blick, der auf ein nicht sichtbares Objekt fixiert ist, passt nicht zum normalen Verhalten eines Hundes und ist eine Reaktion, die Abe selten an den Tag legt. Er sucht Cadys Aufmerksamkeit. Ihre Kollegen versuchen, Abes Verhalten mit ihren elektromagnetischen Detektoren zu bestätigen. Komm her, Abe. Ich habe hier einen heftigen Ausschlag. Abe, der Geisterhund, hat seine Hundeführerin Cady vor ein unsichtbares Objekt geführt. Die anderen Teammitglieder können an der gleichen Stelle seltsame Werte ablesen. Der Zeiger des Messgeräts weist auf ein Magnetfeld hin. Die Messwerte sind ungewöhnlich hoch und bestätigen, dass nahe des Grabhügels außergewöhnliche Aktivitäten stattfinden. Die Werte sind zwischen 2 und 4. Wo ist es, Abe? Er mag den Felsen nicht und will weg von hier. Okay, ist ja okay, Abe. Als Abe fertig ist und die elektronischen Daten abgeglichen sind, setzen sich die Seven-Mitglieder mit der Hauseigentümerin zusammen. Abe hat sich bei den Felsenformationen, die Grabhügel sein könnten, in der Tat sehr auffällig verhalten. Wir sollten das weiter verfolgen. Abe scheint zu bestätigen, was die Hauseigentümerin vermutet hat. Ihr Haus wird von Geistern heimgesucht. Wenn Forscher wie die von Seven wirklich einen Geist aufspüren können, was genau weisen sie nach? Wir wissen, dass wenn ein Körper stirbt, seine Energie irgendwo hingehen muss. Menschliche Körper besitzen ein elektromagnetisches Feld. Und nach genau diesen Feldern suchen wir. Jim Underwood ist auch hier skeptisch, stellt Spürhunde wie Abe in Frage. Die eigentliche Frage ist, was geht dem Hund wirklich durch den Kopf? Hunde starren vielleicht einfach vor sich hin oder reagieren auf etwas, das uns mysteriös erscheint. Aber solange wir das nicht wissen, kann ich Logik hier nicht gelten lassen. Die Suche nach einer Erklärung des Unerklärlichen ist das, was die Geisterjäger motiviert. Sie hoffen, dass sie lernen können, animalische Instinkte für ihre Zwecke zu nutzen. Ob die Seelen der verstorbenen Matrosen die modrigen Nischen dieses Schiffes heimsuchen? Auf dem blutige Schlachten mit Piraten und Sklavenhändlern stattfanden? Kann die moderne Technik Stimmen entziffern, die nach uns rufen, uns anflehen, sie anzuhören? Was war das? Tonya Hacker und Tammy Wilson sind ebenfalls Experten der Geisterforschung. Ihr Fachgebiet ist das Sammeln von EVP, Electronic Voice Phenomena, oder einfacher Geisterstimmen auf Band. Die meisten EVPs sind mit einer niedrigen Frequenz aufgezeichnet, Frequenzen, die ein Hund hört. Diese Geräusche können auf Tonband aufgenommen werden und mit Hilfe eines Tonverstärkers können wir sie hören. Eines der unheimlichsten Geräusche, die ich je aufgenommen habe, war eine männliche Stimme, die ganz geheimnisvoll sagte: Ich bin so nah bei der Frau im Raum. Ein ganzer Satz, sehr gruselig. Menschen in einem Wohnhaus holten uns, weil viele unheimliche Dinge dort geschahen. Wir schafften es dann auch tatsächlich, eine Stimme aufzunehmen. Ein Mann war zu hören und er sagte sehr verärgert: Dachtest wohl, du könntest mich aufnehmen, was? Tonya Hacker und Tammy Wilson wurden von Oklahoma City nach Baltimore in Maryland geholt. Hier sollen sie eine Art Seegruft untersuchen, die einen speziellen Platz in der amerikanischen Geschichte hat. Dies ist ein Geisterschiff. Die USS Constellation wird nie wieder auslaufen. Das Schiff liegt im Hafen, gemeinsam mit den Geistern jener, die hier an Bord einen grausamen Tod sterben mussten. Unter Deck bereiten Tonya und Tammy ihre Untersuchungen vor. Die beiden gehen davon aus, die besten Ergebnisse nachts zu bekommen, da alle Geistererscheinungen auch nachts stattgefunden haben. Die USS Constellation besitzt 4 Decks,
von dem jedes angeblich von einer eigenen Geisterbande heimgesucht wird. Auf dem zweiten Deck befinden sich die vollständig erhaltenen Räume des Kapitäns. Auf diesem Deck wurde angeblich der furchteinflößende Geist des ersten Steuermanns der Constellation, Thomas Truxton, gesehen. Es heißt, der Geist weigere sich immer noch, sein Schiff zu verlassen. Mit ihren aufnahmebereiten Tonbandgeräten in der Hand sprechen die beiden die Geister, die immer noch anwesend sein könnten, direkt an. Wie geht's euch? Was macht ihr? Geht's euch gut? Wenn ihr uns hört, sprecht mit uns. Möglichst laut. Augenzeugen zufolge wird auf diesem Deck manchmal der Geist des Matrosen Neil Harvey, der brutal hingerichtet wurde, gesehen. Harvey wurde vorne an eine Kanone gebunden. Wir haben gehört, dass du mit einer Kanone in die Luft geschossen wurdest. Stimmt das? Keine Angst, du kannst mit uns reden, wir verschwinden auch gleich wieder. Ist jemand auf diesem Schiff gestorben? Was war das? Ich habe Angst. Was ist? Habt ihr was fallen lassen? Tonya und Tammy arbeiten sehr gewissenhaft. Sie halten auch solche Aufnahmen fest, damit es später keine Verwechslungen geben kann. Je weiter wir hinuntersteigen, umso niedriger werden die Decken. Wurdest du bestraft, weil du was Falsches getan hast? Gerade als Tonya und Tammy ihren Arbeitstag beenden wollen, passiert es. Was war das? Ist jemand hochgegangen? Irgendetwas habe ich gehört. Ich kann nicht einmal sagen, was genau ich gehört habe, aber ich habe was gehört. Ja, ich habe was gehört. Es hat sich angehört, als ob jemand die Treppe hinaufrennen würde. Das Schiff ist für die Öffentlichkeit gesperrt. Das gesamte Team hatte sich auf dem gleichen Deck befunden. Das Geräusch von Schritten ist daher nicht logisch erklärbar. Nach den Untersuchungen vor Ort beginnt die eigentliche Arbeit von Tonya und Tammy. Erst wenn sie die Aufnahmen ausgewertet haben, werden sie wissen, ob sie einem Geist begegnet sind. Es dauert Stunden, die Bänder nach Geisterstimmen zu durchsuchen. Dann haben sie etwas gefunden. Die beiden drehen die Lautstärke auf. Da ist etwas zu hören. Während sie in den Räumen des Kapitäns waren, muss jemand da gewesen sein. Durch all die Geräusche im Schiff können wir nicht zu 100% sagen, dass dies die Stimme eines Geistes ist. Aber es wäre ein schönes Beispiel. Wenn hier wirklich Kontakt zu den Toten stattgefunden hat, könnten die Geister doch auch versuchen, sich an die Lebenden zu wenden. Wenn Geister da sind, wollen sie auch kommunizieren. Entweder wollen sie, dass du verschwindest, oder sie wollen mit dir reden. Jim Underwood sieht das nicht so. Der Mensch gestaltet seine Wahrnehmung selbst und er glaubt oft, was er glauben will. Wird die USS Constellation also wirklich von Geistern heimgesucht? Weitere Untersuchungen werden folgen. In Seattle arbeiten die Amateur-Ghost Hunters. Wir sind eine Organisation, die entschlossen ist, wissenschaftliche Beweise über die mögliche Existenz von Geistern zu liefern. Ihre gemeinsame Leidenschaft führt sie zum Pioneer Square in Seattle, bereit, durch die Türen der Vergangenheit zu gehen. Die Stadt liegt unterirdisch, so wie sie 1907 verlassen wurde.
Damals wütete die Beulenpest und zwang die Menschen, die Stadt für immer zu verlassen. Hier findet man unter anderem ein türkisches Bad und eine Bank aus der Goldgräberzeit. Alles liegt unter dem Seattle der Neuzeit. Manche behaupten, die Geister von damals sollen heute immer noch existieren. Es gibt viele Berichte über seltsame Ereignisse hier. Menschen kommen hierher und machen unheimliche Erfahrungen. Diese Geisterjäger konzentrieren sich nicht auf übersinnliche Wahrnehmungen. Sie benutzen Hightech. Ich bin einer der Techniker. Jeder hat sein Aufgabenfeld. Ich mache den Technikbericht. Ich bin das Mädchen für alles. Ich mache die Fotos. Entweder digital oder mit einer Infrarotkamera. Ich stelle den Thermofühler ein. Im Grunde ist es ein Laser-Infrarotdetektor. Und ich könnte dir in diesem Moment deine Körpertemperatur sagen. Die Gruppe ist bereit. Jetzt wollen sie sicher gehen, dass auch die Geister bereit sind. Wir bitten die Geister, mit uns zusammenzuarbeiten. Wir würden gerne mit euch Kontakt aufnehmen. Zu Beginn der Untersuchungen machen die Mitglieder der Gruppe Fotos, um nichts zu übersehen. Das Team hat sich einen besonderen Ort für die ersten Forschungen ausgesucht. Es ist die ruhigste Gegend im Untergrund, genau zwischen einem alten Hotel und dem ersten Theater Seattles. Die Untersuchungen der Amateur-Ghost Hunters unterscheiden sich von anderen Geisterjägern durch ein Computersystem namens Spectre, was so viel heißt wie Computerausrüstung für die Untersuchung paranormaler Kräfte. Die Elektronikgeräte verbinden sie mit einem Laptop. So kann alles gleichzeitig überwacht werden. Jede Linie auf dem Bildschirm des Spectre steht für einen anderen Messfühler. Der Bewegungsmelder sendet Ultraschallwellen und wartet auf ein Echo. Der Wärmefühler zeigt, wenn sich irgendwo im Raum die Temperatur ändert. Der Voltameter misst den Stromfluss. Der Magnetfeldsensor misst jede Veränderung im Magnetfeld der Erde. Und zum Abschluss: Wir bauen eine Infrarotkamera mit Bildschirm auf, damit wir kontrollieren können, dass niemand mit den Geräten rumgespielt hat. Der Spectre überwacht circa eine Stunde den Bereich im Untergrund. Während dieser Zeit fahren die Geisterjäger woanders mit den Untersuchungen fort. Im Bereich der alten Bank finden sie etwas, das übernatürlich sein könnte. Bekommt ihr hier Messwerte? Ja, aber das ist wohl nichts Magnetisches. Ich bin nicht sicher, was das hier drüben sein soll. Wohl etwas hinter der Wand. Hier sind Magnetfelder. Nach einer Stunde kehrt die Gruppe zurück, um die Messungen auf dem Spectre zu überprüfen und zu sehen, ob Belege für einen geisterhaften Besuch zu finden sind. Mal sehen, was wir haben. Wohl nicht viel. Die Linien sind ziemlich flach. Ein paar kleine Erhebungen, aber gleichmäßig. Also nichts Dramatisches. Nicht jede Untersuchung führt zu schlüssigen Ergebnissen. Und für die Amateur-Ghost Hunters ist das auch in Ordnung. Sie hoffen, dass durch die Fortschritte der Technik irgendwann die Frage beantwortet werden kann, ob es Geister tatsächlich gibt. Es gibt so eine Art Energie, die wir uns nicht erklären können. Und es hilft oft auch, wenn wir in die Häuser gehen und die Leute, die diese Dinge erleben, einfach nur beruhigen. Das Problem bei all diesen Hightech-Geräten ist, dass man nicht weiß, aus was ein Geist besteht. Also wie kann man dann überhaupt wissen, welches Gerät das richtige ist? Aber auch wenn die finsteren Gänge dieser unterirdischen Stadt von Toten bewohnt werden, sind sie doch relativ harmlos. Denn dies ist einer der schrecklichsten und von Geistern am häufigsten heimgesuchten Plätze der Erde. Philadelphias 174 Jahre alte Strafanstalt Eastern State.
Seit der Stilllegung 1971 steht es da als eine verlorene Welt mit bröckelnden Zellen und verlassenen Wachtürmen. Diese Zellen beheimateten einst berüchtigte Verbrecher wie Al Capone und Billy Sutton. Zwar mögen sie nun leer stehen, doch sind sie nicht vollkommen verlassen. Ehemalige Häftlinge, so meinen einige, suchen das finstere Bauwerk des Eastern State heim. Laut Experten hinterließen der Schmerz und die Leiden, denen sie ausgesetzt waren, eine bleibende Erinnerung bei den eingekerkerten Häftlingen. Was diesen Platz zum perfekten Ort für alle Geisterjäger macht. Hier können sie alle gemeinsam ihr Können zeigen und versuchen, die Existenz von Geistern nachzuweisen. Es beginnt die größte Geisterjagd, die jemals stattfand. Wart ihr schon mal in einer Haftanstalt? Hier sieht's nicht aus wie in einem normalen Gefängnis. Sie müssen die Geister finden, die angeblich Eastern State bewohnen. Es ist 23 Uhr und die Geisterjäger werden eine Nacht eingesperrt hinter diesen Gittern verbringen. Erst in der Dämmerung wird ihre Mission beendet sein. Troy Taylor hat sich schon seit Monaten auf diese Nacht vorbereitet und alles gelesen, was es über die Haftanstalt und ihre ehemaligen Bewohner zu lesen gibt. Er muss sich vor Beginn der Geisterjagd um Mitternacht mit seinen Kollegen absprechen. Dieser Flügel, in dem wir uns jetzt gerade befinden, das ist Zellenblock 1. Das ist der älteste Teil des Gefängnisses. Die Haftanstalt selbst wurde im Stil einer mittelalterlichen Burg erbaut. Für die meisten von uns ist das nicht sonderlich furchterregend. Damals war das ganz anders. Die Menschen wurden regelrecht eingeschüchtert von dieser Burg. Diese erste Zelle gibt euch eine Vorstellung, wie es damals hier ausgesehen hat. Wir können in mehrere Zellen gehen, aber diese hier ist eigentlich ein perfektes Beispiel. Die kalten, zerbröckelnden Steinwände der einzelnen Kammern sind ein Zeugnis der einsamen Jahre, welche die Häftlinge hier verbrachten. Es ist kein Wunder, dass die Besucher des Eastern State sagen, dass sie schattenhafte Geistergestalten sahen. Die Wärter schlossen die Sträflinge in Ein-Mann-Zellen ein. Von dem Zeitpunkt an kamen sie mit keinem Menschen mehr in Kontakt. Durch diese Einzelhaft wurden viele Häftlinge mehr oder weniger wahnsinnig. Damals wollten die Gefängniswärter aber nicht zugeben, dass es die Einsamkeit und Isolation waren, durch die die Menschen verrückt wurden. Hoch über den Zellen befindet sich der Wachturm. Von hier aus kann man die gesamte Haftanstalt sehen, auch den Bereich, in dem der berüchtigte Al Capone untergebracht war. Eine Geschichte, die viele Menschen über Al Capone nicht wissen, ist, dass er glaubte, vom Geist einer der Opfer des St. Valentine's Day Massakers heimgesucht zu werden. Al glaubte bis zu seinem Tod, dass er von James Clark verfolgt wurde. Hier im Eastern State fing die ganze Geschichte eigentlich an. Der Legende nach hörten andere Häftlinge Al nachts in seiner Zelle schreien: "Geh weg, Jimmy, lass mich in Frieden." Die Uhr schlägt 12. Es ist Zeit für die Geisterjagd. Jetzt teilt sich die Gruppe auf und jedes Team wird einen anderen Bereich der Haftanstalt untersuchen, jeweils mit Hilfe der eigenen Methode. Ross Allison, Dutch Jackson und Patricia Woolard, die Hightech-Experten aus Seattle, haben ihr Spectre-Computersystem mitgebracht. Sie wollen es an einem Ort aufbauen, an dem sie die besten Chancen sehen, Beweise für Geister in der Haftanstalt zu finden. Sie entscheiden sich für den Todestrakt. Ross misst die Temperatur, während Dutch die elektronischen Magnetfelder beobachtet. Eins oder zwei. Eins oder zwei bedeutet eine ungewöhnliche magnetische Kraft. Sieben. Acht. Als Dutch Zelle Nummer 13 betritt, passiert etwas, das er noch nie zuvor gesehen hat. Es ist gerade auf 10 hochgeschnellt. Was immer es auch ist, es scheint böse zu sein. Alle hier sind nicht gut drauf.
Ich werde Spectre hier aufstellen und den Bewegungsmelder zum Gang ausrichten. Alle Sensoren sind mit dem Computer verbunden. Die Aufzeichnung beginnt. Okay, läuft. In einem anderen Bereich des Todestrakts stellen Tonya Hacker und Tammy Wilson den Seelen der verstorbenen Häftlinge Fragen, in der Hoffnung, Geisterstimmen aufnehmen zu können. Bist du bei uns? Nach jeder Frage halten sie inne und hoffen, dass die Geister antworten. Wie lange lebst du schon hier? Diese Aufzeichnungen werden später ausgewertet. Wann bist du frei, um zu gehen? Um 2 Uhr nachts beim Eingang zum Wachturm scheint Abe, der Geisterhund, verängstigt. Die Hundeführer Jim Hall, Katie Harrington und Janet Bogess bringen ihn zu Zelle Nummer 7. Also ich möchte hier nicht eingesperrt sein. Abe und Katie erkunden den ersten Stock, während Jim und Janet den Wachturm überprüfen. Einige Stufen und eine enge Wendeltreppe höher gibt es eine atemberaubende Sicht auf die komplette Strafanstalt und über ganz Philadelphia. Im Turm überkommt Janet ein seltsames Gefühl. Sie möchte hier oben bleiben und Stimmen aufnehmen, während Jim zurückkehrt, um mit Abe zu arbeiten. Ist schon okay für mich. Ich werde mich alle 15 Minuten melden. Die Funkgeräte funktionieren nicht richtig. Brüll einfach, wenn du uns brauchst. Dann bewegen sich Katie und Jim langsam einen finsteren Gang entlang. Am Ende gelangen sie zu einem rätselhaften Raum. Was ist das? Es ist so anders. Es ist eine Zelle, oder? Nein, es ist was anderes. Dieses Zimmer am Ende der Strafanstalt ist kein gewöhnlicher Raum. Und Abe, der Geisterhund, weiß das. Oben im Turm muss Janet ihre Arbeit unterbrechen, weil sie von einem hellen Licht geblendet wird. Als sie den Ursprung des Lichts nicht finden kann, bricht sie in Panik aus und rennt die Treppen runter, um die anderen zu finden. Ich war oben am Aussichtsturm, als es plötzlich hell wurde, bis ich meinen eigenen Schatten an der Wand sehen konnte. Ich lasse gerne mein Aufnahmegerät da oben, aber mich bringen keine 10 Pferde mehr dorthin. Die verschiedenen Teams durchkämmen die unheimliche Dunkelheit. Sie sind sehr vorsichtig, damit ihre Untersuchungsergebnisse nicht von ihrer eigenen Angst beeinflusst werden. Gegen 7 Uhr morgens beginnt es zu dämmern. Alle versammeln sich im Gefängnishof. Dies ist die erste Gelegenheit für alle, über ihre Erfahrungen in der vergangenen Nacht zu reden. Mich würde interessieren, was jeder von euch, erfolgreich oder nicht erfolgreich, erlebt hat. Wir haben Temperatur, magnetische Felder und Bewegungen gemessen. Die Gruppe aus Seattle präsentiert ihre Ergebnisse aus dem Todestrakt. Was wir aufgezeichnet haben, war eine konstante Bewegung. Alles war gleichmäßig, wie eine Vibration, was überhaupt nicht hierher passt. Wir haben elektromagnetische Felder und auch Bewegungsmeldungen aufgenommen. Was ist mit euch? Wir wollten Tonmaterial sammeln. Tonya und Tammy haben ihre Tonbandaufnahmen geprüft und etwas entdeckt, was sie für eine Geisterstimme halten. Wir waren kurz draußen und ich sagte gerade, dass ich keine Angst habe. Da hörten wir eine leise Stimme. Es ist sehr klar und auch laut. Es gab 2 oder 3 Momente, wo es uns unheimlich wurde. Nun zu euch, Leute.
Einige Male zeigte Abe eine Reaktion. Wo ihr Messwerte aufgezeichnet habt, hat er geknurrt. Die dritte im Team, Janet, erzählt von ihrem unheimlichen Erlebnis. Im Wachturm war ein Licht, das wir uns bis jetzt nicht erklären können. Tonya und Tammy sind überrascht, weil auch sie eine unheimliche Begegnung hatten. Es war seltsam, als wir runterkamen, da wir beide dachten, dass da jemand auf der Treppe sitzt. Das ist genau die Stelle. Okay, ich glaube, nach dieser anstrengenden Nacht würden einige von uns gerne ein bisschen schlafen. Lasst uns unseren Kram zusammensuchen und von hier verschwinden. Und nun? Wird Eastern State also von Geistern verfolgt? Für die meisten der Geisterjäger lautet die Antwort ja. Es sind ihre wissenschaftlichen Beweise, die sie zu dieser Annahme veranlassen, und sie verteidigen ihre Untersuchungsmethoden. Wir versuchen, jede mögliche natürliche Ursache auszuschließen, und wenn dann etwas Unerklärliches übrig bleibt, betrachten wir das als einen positiven Beweis. Natürlich gibt es viele Skeptiker, die uns kritisieren. Meistens glauben sie nicht, was du ihnen erklärst, bis sie selbst so eine Erfahrung machen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Geister existieren. Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise. Auch den Weihnachtsmann gibt es vielleicht, aber Beweise? Nein. Skeptische Menschen werden immer versuchen, unsere Aufnahmen zu entlarven. Sie sagen oft, dass wir irgendwie durch Handys, Radios, Flugzeuge, Autos oder so gestört werden. Dass die Stimmen direkt auf unsere Fragen antworten, ignorieren sie einfach. Ich versuche, mich als einen aufgeschlossenen Skeptiker zu sehen. Okay, vielleicht spukt es, vielleicht auch nicht. Ist mir auch egal. Ich möchte nach einer Untersuchung nur wissen, was los ist. Troy geht in die Gemeindebücherei. Das erscheint langweilig. Doch für ihn ist die Recherche das beste Hilfsmittel, sich auf die Spuren möglicher Geister zu begeben. Hinter der Bücherei ist ein zusätzlicher Raum, in dem sich eine große Geschichtsbüchersammlung über Illinois befindet. Troy findet die Geister in diesen Seiten. Er betreibt seine Forschungen, indem er die Vergangenheit untersucht. Er will herausfinden, inwiefern bestimmte Ereignisse die Geister beeinflusst haben könnten. Bei der Untersuchung des Kirchenfeuers von 1850 entdeckt er mehrere Dokumente, die sich mit dem Bürgerkrieg beschäftigen. Und ein Schriftstück, das seiner Meinung nach die Antwort bergen könnte. Es gibt Belege, dass Alton, Illinois ein Teil der Underground Railroad war. Eine Reihe von Gebäuden, durch die Sklaven aus den Südstaaten in den sicheren Norden geschmuggelt wurden. Troy kehrt mit seinem Freund Luke Neliborski in die Kirche zurück. Troys Instinkt und sein neu erworbenes Wissen könnten sehr wohl der Schlüssel zu eventuell herumspukenden Geistern sein. Troy und Luke sind mit Taschenlampen und speziellen Infrarotkameras ausgerüstet, um den Keller auszukundschaften. Pass auf deinen Kopf auf. Lass uns erstmal hier schauen. Die Kirche wurde in den Aufzeichnungen nicht ausdrücklich erwähnt. Doch wenn Troy Beweise finden könnte, dass der Keller als Versteck für Sklaven diente, wäre das ein Hinweis für den Ursprung der merkwürdigen Stimmen. Ich wollte sehen, ob wir in einige der hinteren Bereiche kommen können. Ich vermute, dass sich dort früher die Sklaven aufgehalten haben. Und aus dieser Richtung kamen auch die seltsamen Stimmen. Luke und ich entschieden uns zurückzugehen, um unter das Fundament der Kirche zu klettern. Um den gesamten Keller zu erkunden, müssen sich die beiden durch einen kaum 60 cm hohen, stockdunklen Raum zwängen. Auf diesem Weg geht Troy einem Hinweis nach, der helfen könnte, das Rätsel der Geisterkirche zu lösen. Kannst du es sehen? Ja. Die beiden winden sich durch die finstere Kluft,
die sich unter der alten Kirche befindet. Sie hoffen, einen geheimen Raum zu finden, in dem sich die Sklaven hätten verstecken können. Schau, ich versuche jetzt mal dorthin zu kommen, wenn ich es schaffe. Jetzt ist doch tatsächlich plötzlich die Batterie leer. Das gibt's doch gar nicht. Das ist schon unheimlich, oder Luke? Ja, jetzt geht sie wieder. Mann, hier passieren echt unheimliche Dinge. Meine Kamera schaltet sich von alleine an und aus. Also normalerweise passiert sowas nicht. Nach 18 Metern ist der Gang zu Ende. Doch dann... Siehst du die Öffnung da? Ja, ich sehe sie. Das ist es, wonach wir gesucht haben, denke ich. Es sieht so aus, als ob da ein kleiner Raum im hinteren Teil ist. Eher so eine Kammer. Wenn wir den ganzen Dreck wegräumen, können wir reinklettern. Ich glaube, wenn das ganze Zeug weg ist, dann wäre die Kammer auch gar nicht so klein. Wir haben unter der Kirche einen Teil der Underground Railroad gefunden. Es gab einen verborgenen Raum, in dem Sklaven versteckt wurden. Troy konnte also bestätigen, was die Kirchenmitglieder vermutet hatten. Es gibt einen verborgenen Raum, der sich genau unter dem Platz befindet, an dem Leute Stimmen gehört haben wollen. Von all den Dramen, die sich in der Underground Railroad abgespielt haben, bleibt irgendwie etwas Lebendiges zurück. Daher wird diese Kirche, wie ich durch die Vergangenheit beweisen konnte, von Geistern verfolgt. Ein Beweis für die Existenz von Geistern? Wenn verschiedene Menschen, die seit Jahren an demselben Ort leben, sich nicht kennen und alle dem gleichen Geist begegnet sind, dann denke ich, ist es historisch belegt, dass es dort einen Geist gibt. Jim Underwood, ein Geisterexperte, ist skeptisch. Jeder Ort, der den Ruf hat, von Geistern verfolgt zu werden, wird von Menschen besucht, die erwarten, dass es dort Geister gibt. Und jeder noch so kleine Hinweis wird dann auch in diese Richtung interpretiert. Wenn Sie also jemals nach Alton in Illinois kommen, besuchen Sie doch die Kirche, von der einige glauben, dass die Gemeinde aus Lebenden und Toten besteht. Vielleicht aber ist es nicht der menschliche Verstand, der für das Aufspüren von solchen Dingen am besten geeignet ist. Manche behaupten, schattenhafte Gestalten lauern zwischen Wänden. Stimmen sind aus Gräbern zu hören. Die Geister der Verstorbenen suchen meist diejenigen heim, die bereits zu Lebzeiten schreckliche Begegnungen mit ihnen hatten. Es gibt einige mutige Menschen, die sich trauen, nach ihnen zu suchen, die mysteriösen Rätsel zu lösen. Das sind Amerikas Geisterjäger. Dies könnte eines der besten Geisterjägerteams werden, das jemals zusammengestellt wurde. Es soll helfen, die Rätsel der am häufigsten von Geistern heimgesuchten Orte Amerikas zu entschlüsseln. Rastlose Geister wollen zum Beispiel dieses Schiff nicht verlassen. Du bist mit einer Kanone in die Luft gesprengt worden. Stimmt das? Mysteriöse Stimmen dringen aus dem Keller dieser Kirche. Die Batterie ist plötzlich leer. Dieses alte Indianergrab beunruhigt die Besitzer des Grundstücks. Angeblich wurden in dieser unterirdischen Stadt zum Tode Verurteilte gefangen gehalten. Und diese verlassene Strafanstalt soll von den Geistern der Männer bewohnt werden, die hier auf den Tod warteten. Ich möchte nicht hier bleiben. Am Mississippi liegt eine kleine Stadt mit gruseliger Vergangenheit. Da gab es Morde, Überschwemmungen und Tod. So oft, dass manche behaupten, dies sei die von Geistern am häufigsten heimgesuchte Stadt Amerikas. Alton, Illinois. Die Stadt mag zwar wie jeder Ort in den Staaten aussehen, doch sie ist, wenn man den Bewohnern glauben darf, voll von Geistern. Troy Taylor versucht, Licht ins Dunkel zu bringen. Er beschäftigt sich mit Geisterverfolgungen. Es sind die Ereignisse der Vergangenheit, die die Geister nicht ruhen lassen. Er ist nicht nur ein großer Fan von Geistergeschichten, sondern auch Autor von 28 Büchern zu diesem Thema.
Troys Ansatz bei der Geisterjagd ist eher unkonventionell. Er wühlt in der Vergangenheit und nicht in alten Gruften. Es ist sinnvoller, nach geschichtlichen Belegen zu suchen, um herauszufinden, ob ein Ort von Geistern heimgesucht wird. Dann kann ich das auch beweisen. Dazu brauche ich keine tollen technischen Vorrichtungen. Troy hat erfahren, dass es ausgerechnet in der örtlichen Kirche Geister geben soll. Dies ist deshalb besonders außergewöhnlich, weil sogar der Pfarrer glaubt, dass diese Kirche von Geistern heimgesucht wird. Durch eines der Kirchenmitglieder wurde ich aufmerksam. Die Frau hatte ein seltsames Erlebnis in der Kirche gehabt und bald darauf herausgefunden, dass es anderen Personen ebenso ergangen war. Um herauszufinden, welche Ereignisse in der Vergangenheit die Geister dazu veranlassen könnten, die Kirche heimzusuchen, besucht Troy die Kirchenhistorikerin Peg Flagg. Das Gebäude hat eine lange Vergangenheit. Ursprünglich war es eine katholische Kirche. Nach einem verheerenden Feuer um 1850, kurz vor dem amerikanischen Bürgerkrieg, wurde es als eine freie christliche Kirche wieder aufgebaut. Schon bald entdeckt Troy, dass das Gebäude ein dunkles Geheimnis birgt. Vor 75 Jahren, nach dem Sonntagsgottesdienst, erhängte sich der Pfarrer im Hinterzimmer. Ganze 2 Tage lang hing er dort, bevor er gefunden wurde. Vermutlich hat er sich hier das Leben genommen. Niemand hat jemals wirklich herausgefunden, was der Grund dafür war. Auf alle Fälle gab es einige rätselhafte Umstände. Als du mich angerufen hast, sagtest du, dass er der Grund sein könnte, der die Geister dazu treibt, die Kirche heimzusuchen. Stimmt. Ein Pfarrer, der sich in seiner Kirche erhängt, kommt ja auch nicht so oft vor. Peg berichtet von ihrer eigenen Begegnung mit einem Geist. Sie glaubt jedoch, ihr Erlebnis müsse mit dem Selbstmord des Pfarrers überhaupt nichts zu tun haben. Sie vermutet einen anderen, älteren Ursprung. Ich stand dort am Taufbecken, als ich ganz plötzlich einen Stich ins Genick bekam und ich dachte, ja, was ist das denn? Ich spürte, dass da etwas im Altarraum war. Ich hörte Stimmen und Gelächter unten an der Treppe und dachte mir, ach so, hier sind noch Leute. Ich bin hier nicht allein. Ich ging zur Treppe und rief, hi, ich bin Peg, wer ist da? Dann verstummten die Stimmen und das Lachen und ich dachte, okay, dann gehe ich mal lieber. Andere Kirchenmitglieder berichteten Peg, auch sie hätten Stimmen aus dem Keller gehört. Noch möchte Troy die modrigen, finsteren und verschachtelten Korridore des Kellers nicht betreten. Wenn er dort hinuntergeht, möchte er mehr über die Vergangenheit der Kirche wissen. Behaupten, dass der ultimative Geisterjäger animalischen Instinkt besitzt und 4 Beine hat statt 2. Das hier ist Abe, der Geisterhund. Wissenschaftliche Studien belegen, dass der Canis familiaris oder auch der gewöhnliche Hund 10-mal besser sehen, hören und riechen kann als der Mensch. Mit diesen Supersinnen können Hunde Geister vielleicht am besten aufspüren. Abe, ein bulliger Rottweiler, und seine Hundeführerin Katie sind an einem Versuchsprojekt beteiligt, das beweisen soll, dass ausgebildete Hunde für derartige Untersuchungen besonders talentiert sind. Wir fingen an, ihn zu unseren Ermittlungen mitzunehmen, seine Reaktionen zu beobachten und danach mit modernster Technik auszuwerten. Abe ist kein normales Haustier. Er wurde zu einem Blindenhund ausgebildet. Er hat bereits über 50 Stunden mit Seven zusammengearbeitet, einer Organisation in North Carolina, die sich mit Übersinnlichem beschäftigt. Wenn wir eine Untersuchung angehen, reisen wir samt Ausrüstung und Hund zum Ort des Geschehens. Die 4 fahren zu einem erst kürzlich gebauten Haus in einem abgelegenen Gebiet außerhalb von Raleigh-Durham. Obwohl der nächste Nachbar 500 Meter entfernt wohnt,
hat die Eigentümerin bereits Erfahrungen gemacht, die sie schockierten, aber auch faszinierten. Daraufhin meldete sie sich bei Seven. Kommt rein, fühlt euch wie zu Hause. Danke. Wir wollen Ihnen ein paar Fragen stellen, was bei Ihnen hier so passiert. Nun ja, mir erschien ein Geist. Das war genau an dem Fenster dort. Jackie fragt sich, ob ihre Erlebnisse etwas mit den Menschen zu tun haben, die früher hier lebten. Einmal saß ich hier auf der Veranda und ich fühlte mich, als ob mich 20 oder 30 Leute anstarren würden. Sie fragt sich, ob der Ursprung ihrer seltsamen Begegnung in den Felsenformationen im Garten liegen könnte. Diese ähneln Grabhügeln, wie sie früher Indianer gebaut haben. Diese Felsenformation am Fuße des Hügels, ist das etwas, was bereits da war, oder habt ihr die Steine gestapelt? Das war alles schon da. Wir haben keinen dieser Felsen berührt und wir werden sie auch von niemandem berühren lassen. Einfach weil ich glaube, dass sie so etwas wie ein indianisches Grab darstellen. Und ich habe Angst, dass wir die Geister verärgern würden, wenn wir daran etwas ändern. Die Ureinwohner Amerikas begruben ihre Verstorbenen und kennzeichneten die Gräber mit Felsenformationen. Genauso wie wir es im Garten gesehen haben. Dann legen wir los. Das wäre toll. Ich werde jetzt gucken, ob Abe stehen bleibt, sich umdreht und mich berührt. Oder ob er stehen bleibt und etwas beobachtet, das ihn stört. Abe, hast du es eilig, nach unten zu kommen? Als sie den Garten erreichen, steuert Abe überraschend schnell direkt auf die Felsenformation zu. Was machst du? Wo willst du hin? Was gibt's, Abe? Okay, er hat mich zu den Felsen gezerrt. Und jetzt? Du findest jetzt doch keine Leichen, oder? Okay, schau, was ist es? Wo ist es? Abes intensives Starren ist genau das Zeichen, auf das Katie gewartet hat. Sein Blick, der auf ein nicht sichtbares Objekt fixiert ist, passt nicht zum normalen Verhalten eines Hundes und ist eine Reaktion, die Abe selten an den Tag legt. Er sucht Katies Aufmerksamkeit. Ihre Kollegen versuchen, Abes Verhalten mit ihren elektromagnetischen Detektoren zu bestätigen. Komm her, Abe. Ich habe hier einen heftigen Ausschlag. Abe, der Geisterhund, hat seine Hundeführerin Katie vor ein unsichtbares Objekt geführt. Die anderen Teammitglieder können an der gleichen Stelle seltsame Werte ablesen. Der Zeiger des Messgeräts weist auf ein Magnetfeld hin. Die Messwerte sind ungewöhnlich hoch und bestätigen, dass nahe des Grabhügels außergewöhnliche Aktivitäten stattfinden. Die Werte sind zwischen 2 und 4. Wo ist es, Abe? Er mag den Felsen nicht und will weg von hier. Okay, ist ja okay, Abe. Als Abe fertig ist und die elektronischen Daten abgeglichen sind, setzen sich die Seven-Mitglieder mit der Hauseigentümerin zusammen. Abe hat sich bei den Felsenformationen, die Grabhügel sein könnten, in der Tat sehr auffällig. Was war das? Ist jemand hochgegangen? Irgendetwas habe ich gehört. Ich kann nicht einmal sagen, was genau ich gehört habe, aber ich habe was gehört. Ja, ich habe was gehört. Es hat sich angehört, als ob jemand die Treppe hinaufrennen würde. Das Schiff ist für die Öffentlichkeit gesperrt. Das gesamte Team hatte sich auf dem gleichen Deck befunden. Das Geräusch von Schritten ist daher nicht logisch erklärbar. Nach den Untersuchungen vor Ort beginnt die eigentliche Arbeit von Tonya und Tammy. Erst wenn sie die Aufnahmen ausgewertet haben, werden sie wissen, ob sie einem Geist begegnet sind. Es dauert Stunden, die Bänder nach Geisterstimmen zu durchsuchen. Dann haben sie etwas gefunden.
Die beiden drehen die Lautstärke auf. Da ist etwas zu hören. Während sie in den Räumen des Kapitäns waren, muss jemand da gewesen sein. Durch all die Geräusche im Schiff können wir nicht zu 100% sagen, dass dies die Stimme eines Geistes ist. Aber es wäre ein schönes Beispiel. Wenn hier wirklich Kontakt zu den Toten stattgefunden hat, könnten die Geister doch auch versuchen, sich an die Lebenden zu wenden. Wenn Geister da sind, wollen sie auch kommunizieren. Entweder wollen sie, dass du verschwindest, oder sie wollen mit dir reden. Jim Underwood sieht das nicht so. Der Mensch gestaltet seine Wahrnehmung selbst und er glaubt oft, was er glauben will. Wird die USS Constellation also wirklich von Geistern heimgesucht? Weitere Untersuchungen werden folgen. In Seattle arbeiten die Amateur-Ghost Hunters. Wir sind eine Organisation, die entschlossen ist, wissenschaftliche Beweise über die mögliche Existenz von Geistern zu liefern. Ihre gemeinsame Leidenschaft führt sie zum Pioneer Square in Seattle, bereit, durch die Türen der Vergangenheit zu gehen. Die Stadt liegt unterirdisch, so wie sie 1907 verlassen wurde. Damals wütete die Beulenpest und zwang die Menschen, die Stadt für immer zu verlassen. Hier findet man unter anderem ein türkisches Bad und eine Bank aus der Goldgräberzeit. Alles liegt unter dem Seattle der Neuzeit. Manche behaupten, die Geister von damals sollen heute immer noch existieren. Es gibt viele Berichte über seltsame Ereignisse hier. Menschen kommen hierher und machen unheimliche Erfahrungen. Diese Geisterjäger konzentrieren sich nicht auf übersinnliche Wahrnehmungen. Sie benutzen Hightech. Ich bin einer der Techniker. Jeder hat sein Aufgabenfeld. Ich mache den Technikbericht. Ich bin das Mädchen für alles. Ich mache die Fotos. Entweder digital oder mit einer Infrarotkamera. Ich stelle den Thermofühler ein. Im Grunde ist es ein Laser-Infrarotdetektor. Und ich könnte dir in diesem Moment deine Körpertemperatur sagen. Die Gruppe ist bereit. Jetzt wollen sie sicher gehen, dass auch die Geister bereit sind. Wir bitten die Geister, mit uns zusammenzuarbeiten. Wir würden gerne mit euch Kontakt aufnehmen. Zu Beginn der Untersuchungen machen die Mitglieder der Gruppe Fotos, um nichts zu übersehen. Das Team hat sich einen besonderen Ort für die ersten Forschungen ausgesucht. Es ist die ruhigste Gegend im Untergrund, genau zwischen einem alten Hotel und dem ersten Theater Seattles. Die Untersuchungen der Amateur-Ghost Hunters unterscheiden sich von anderen Geisterjägern durch ein Computersystem namens Spectre, was so viel heißt wie Computerausrüstung für die Untersuchung paranormaler Kräfte. Die Elektronikgeräte verbinden sie mit einem Laptop. So kann alles gleichzeitig überwacht werden. Jede Linie auf dem Bildschirm des Spectre steht für einen anderen Messfühler. Der Bewegungsmelder sendet Ultraschallwellen und wartet auf ein Echo. Der Wärmefühler zeigt, wenn sich irgendwo im Raum die Temperatur ändert. Der Voltameter misst den Stromfluss. Der Magnetfeldsensor misst jede Veränderung im Magnetfeld der Erde. Und zum Abschluss: Wir bauen eine Infrarotkamera mit Bildschirm auf, damit wir kontrollieren können, dass niemand mit den Geräten rumgespielt hat. Der Spectre überwacht Zirkverhalten. Wir sollten das weiter verfolgen. Abe scheint zu bestätigen, was die Hauseigentümerin vermutet hat. Ihr Haus wird von Geistern heimgesucht. Wenn Forscher wie die von Seven wirklich einen Geist aufspüren können, was genau weisen sie nach?
Wir wissen, dass wenn ein Körper stirbt, seine Energie irgendwo hingehen muss. Menschliche Körper besitzen ein elektromagnetisches Feld. Und nach genau diesen Feldern suchen wir. Jim Underwood ist auch hier skeptisch, stellt Spürhunde wie Abe in Frage. Die eigentliche Frage ist, was geht dem Hund wirklich durch den Kopf? Hunde starren vielleicht einfach vor sich hin oder reagieren auf etwas, das uns mysteriös erscheint. Aber solange wir das nicht wissen, kann ich Logik hier nicht gelten lassen. Die Suche nach einer Erklärung des Unerklärlichen ist das, was die Geisterjäger motiviert. Sie hoffen, dass sie lernen können, animalische Instinkte für ihre Zwecke zu nutzen. Ob die Seelen der verstorbenen Matrosen die modrigen Nischen dieses Schiffes heimsuchen? Auf dem blutige Schlachten mit Piraten und Sklavenhändlern stattfanden? Kann die moderne Technik Stimmen entziffern, die nach uns rufen, uns anflehen, sie anzuhören? Was war das? Tonya Hecker und Tammy Wilson sind ebenfalls Experten der Geisterforschung. Ihr Fachgebiet ist das Sammeln von EVP, Electronic Voice Phenomena, oder einfacher Geisterstimmen auf Band. Die meisten EVPs sind mit einer niedrigen Frequenz aufgezeichnet, Frequenzen, die ein Hund hört. Diese Geräusche können auf Tonband aufgenommen werden und mit Hilfe eines Tonverstärkers können wir sie hören. Eines der unheimlichsten Geräusche, die ich hier aufgenommen habe, war eine männliche Stimme, die ganz geheimnisvoll sagte: Ich bin so nah bei der Frau im Raum. Ein ganzer Satz, sehr gruselig. Menschen in einem Wohnhaus holten uns, weil viele unheimliche Dinge dort geschahen. Wir schafften es dann auch tatsächlich, eine Stimme aufzunehmen. Ein Mann war zu hören und er sagte sehr verärgert: Dachtest wohl, du könntest mich aufnehmen, was? Tonya Hecker und Tammy Wilson wurden von Oklahoma City nach Baltimore in Maryland geholt. Hier sollen sie eine Art Seegruft untersuchen, die einen speziellen Platz in der amerikanischen Geschichte hat. Dies ist ein Geisterschiff. Die USS Constellation wird nie wieder auslaufen. Das Schiff liegt im Hafen, gemeinsam mit den Geistern jener, die hier an Bord einen grausamen Tod sterben mussten. Unter Deck bereiten Tonya und Tammy ihre Untersuchungen vor. Die beiden gehen davon aus, die besten Ergebnisse nachts zu bekommen, da alle Geistererscheinungen auch nachts stattgefunden haben. Die USS Constellation besitzt 4 Decks, von denen jedes angeblich von einer eigenen Geisterbande heimgesucht wird. Auf dem 2. Deck befinden sich die vollständig erhaltenen Räume des Kapitäns. Auf diesem Deck wurde angeblich der furchteinflößende Geist des ersten Steuermanns der Constellation, Thomas Truxton, gesehen. Es heißt, der Geist weigere sich immer noch, sein Schiff zu verlassen. Mit ihren aufnahmebereiten Tonbandgeräten in der Hand sprechen die beiden die Geister, die immer noch anwesend sein könnten, direkt an. Wie geht's euch? Was macht ihr? Geht's euch gut? Wenn ihr uns hört, sprecht mit uns. Möglichst laut. Augenzeugen zufolge wird auf diesem Deck manchmal der Geist des Matrosen Neil Harvey, der brutal hingerichtet wurde, gesehen. Harvey wurde vorne an eine Kanone gebunden. Wir haben gehört, dass du mit einer Kanone in die Luft geschossen wurdest. Stimmt das? Keine Angst. Du kannst mit uns reden. Wir verschwinden auch gleich wieder. Ist jemand auf diesem Schiff gestorben? Was war das? Ich habe Angst. Was ist? Habt ihr was fallen lassen? Tonya und Tammy arbeiten sehr gewissenhaft. Sie halten auch solche Aufnahmen fest, damit es später keine Verwechslungen geben kann. Je weiter wir hinuntersteigen, umso niedriger werden die Decken.
Wurdest du bestraft, weil du was Falsches getan hast? Gerade als Tonya und Tammy ihren Arbeitstag beenden wollen, passiert es.